Ganz herzlichen Dank für die freundlichen einleitenden Worte. Vielleicht darf ich das Rätsel also kurz auflösen. Tatsächlich leite ich 3 Institute. Man muss sich das so vorstellen, dass das Blaue im Wesentlichen technologisch, computertechnisch geprägt ist. Das Orangefarbene ist eher geistes- und gesellschaftswissenschaftlich geprägt und das Grüne eher wirtschaftswissenschaftlich. Das ist erstmal ein ziemlicher Zoo, aber wenn man so ein Institut führt mit 60 Doktoranden, Postdocs, dann kann man natürlich ganz andere Fragen bearbeiten als eine rein technische oder eine rein geisteswissenschaftliche Frage. Mein eigener Hintergrund, ich bin Physiker. So. Das ist der Hintergrund und jetzt würde ich gerne in den Vortrag für heute einsteigen. Ich habe den zusammengeschnitten aus 5 verschiedenen Perspektiven. Ich würde gerne, mein Hauptgebiet heute würde ich bezeichnen mit verteilte künstliche Intelligenz. Ich würde gerne zunächst einmal beschreiben, was für Systeme erwarten uns eigentlich in der Zukunft aus meiner Perspektive, die wir dann gegebenenfalls oder Sie oder wir zusammen standardisieren sollen. Warum fällt uns das eigentlich so schwer? Gibt es da vielleicht auch aus der Soziologie ein paar vernünftige Erklärungen dafür und helfen die uns, die Probleme zu überwinden? Was beobachte ich ein Stück weit als Außenstehender, was die Standardisierung angeht, an großen Trends und Tendenzen über die letzten Dekaden im Bereich der Standardisierung? Und was leiten sich für mich als Requirements an moderne Standards ab? Bisschen zum Thema 4.0, da sind wir selber sehr stark tätig, auch in Standardisierungsgremien beispielsweise. Wie bewerte ich hier die Entwicklung? Und schließlich möchte ich enden im letzten Kapitel mit 2 Ideen, wie vielleicht Standardisierung in Zukunft angegangen werden könnte. Und das bitte ich als Vorschlag zu verstehen, auch auf gar keinen Fall als eine abschließende Antwort, wie die Standardisierung der Zukunft ausschaut. Ich beginne damit, jeder hat eine Definition von Industrie 4.0, selbstverständlich habe ich auch eine. Für mich ist Industrie 4.0 oder ist dieses ganze Thema Cyber Physical Systems in Wirklichkeit ein dramatischer Durchbruch in künstlicher Intelligenz, in der Intelligenz technologischer Systeme. Und dieser Durchbruch, der lässt sich am besten vielleicht in 2 Dimensionen charakterisieren. Die eine Dimension, die sieht man hier. Wir haben auch früher schon Driverless Vehicle gebaut für den Shopfloor. Dass also ein Ding sich autonom von A nach B bewegen kann, ist nicht das Neuartige. Das Neuartige ist, dass diese Systeme sich in sowas befinden, was ich als Human-like Complexity bezeichnen würde. Diesem Auto kann es passieren, dass als nächstes ein Ball vor es rollt und dann sollte es darauf kommen, dass ein Kind hinterher springen wird. Und es muss damit leben, dass, wenn es in Florida fährt, ein Krokodil auf der Straße liegt, worauf es nicht gefasst war und was nichts war, was irgendein Programmierer ihm je vorgegeben hat. Wir befassen uns plötzlich, Watson gilt genau dasselbe, der bereitet sich auf dieses Jeopardy-Spiel vor, genau wie wir es täten, wenn wir es spielen müssten. Er googelt rum, er nimmt alle Informationen, deren er habhaft werden kann, er kommt zu Widersprüchen, er muss die Widersprüche auflösen, er kommt zu probabilistischen Lösungsansätzen. Das sind die technischen Systeme, von denen wir in Zukunft sprechen werden. Und die 2. Dimension dieses Durchbruchs ist, dass wir uns meistens eigentlich gar nicht für den einzelnen Watson interessieren oder für das einzelne Google Car, sondern ich nehme nur 1 von meinen Bildern, das oben rechts, Autos, die sich miteinander unterhalten, mit der Straße unterhalten, mit der Ampel unterhalten und die auf diese Weise eine Form von Gruppenintelligenz ausbilden, die für uns noch vollkommen unbeschreibbar ist. Das, was die können, die tauschen ja nicht einfach Informationen aus, sondern Sensordaten in Echtzeit. Das ist so, als könnte ich mich gerade, während ich rede, mit ihren Augen angucken, was etwas irritierend wäre. Aber noch besser wäre, ich könnte jetzt in mein Institut reingucken, mir die Augen meiner Mitarbeiter borgen und gucken, was die gerade anstellen, in Echtzeit. Diese Konzeption beherrschen solche Systeme und damit kommen natürlich komplett andere Sicherheitstechnologien zustande, weil solche Systeme buchstäblich um die Ecke gucken können. Ein anderer von ihnen steht ja schon da und kann die entsprechenden Informationen geben. Das ist, was für mich diese Revolution ausmacht, ein Durchbruch in KI. Wir haben 4 industrielle Revolutionen mutmaßlich, 3 gab es. Die ersten beiden sind thematisch eher energiegeprägt, die anderen beiden sind thematisch eher informations- und intelligenzgeprägt. Aber noch wichtiger als diese Klassifikation erscheint mir dieser Punkt hier zu sein. Alle technologischen Systeme, die wir bisher gebaut haben, sind Produkt unserer Schöpfung. Selbst wenn ich hier noch auf der linken Seite weitermachen würde und anfangen würde mit einfachen Systemen wie dem Spaten, über diese Systeme drüber gehen würde. Alle diese Systeme haben wir designt, wir haben sie konstruiert, in den letzten Jahren haben wir sie programmiert. Das Ding macht in irgendeinem Sinne, jedenfalls wenn ich meinen Job verstehe, was ich will. Und jetzt komme ich zu sowas wie dem Google Car. Das lasse ich natürlich auch nicht hirnlos auf die Straße, sondern es kommt mit einer Grundintelligenz. Aber jetzt fängt es an, deine Umgebung selbst zu explorieren. Es tauscht sich mit seinen Google-Kumpels oder mal zukünftig sind es vielleicht auch Daimler-Kumpels und BMW-Kumpels und Volvo-Kumpels und Straßen und Ampeln aus
Und an der Stelle entstehen plötzlich neue Lösungswege, die ich längst nicht mehr in demselben Maß beherrsche, als wenn ich sie vorher implementiert hätte. Das heißt, wir haben einen Paradigmenbruch, weil unsere technischen Systeme bisher unsere eigenen Abbilder sind. Und plötzlich komme ich zu Systemen, die in irgendeinem Sinne selbst lernen, die ihre eigene Intelligenz haben. Das ist ein bisschen wie Kinder. Den kann ich zwar einen ethischen, moralischen Rahmen geben, aber wann genau die was lernen, das ist mal so eine Sache. Und genau diese Situation, die haben wir jetzt im technologischen Bereich. Kein Wunder, dass dem deutschen, etwas kontrollverliebten Ingenieur diese Dinger mal mindestens massiv suspekt sind, wenn vielleicht auch manchmal leicht zuwider. Wir beobachten, und das ist eine Erkenntnis, die hat sich in anderen Wissenschaftsdisziplinen schon letzten Dekaden abgezeichnet, folgende Situation: Solange Sie ein System haben mit einer nicht allzu hohen Komplexität, ist Top-Down-Modeling super. Sie wissen, was das Ding tut, wann es das tut, alles großartig. In dem Moment, wo Sie eine bestimmte Komplexitätsbarriere überwinden, die kann man mathematisch formulieren, klappt das nicht mehr. Sie können nicht mehr alle Situationen vorsehen, das Krokodil. Und Sie kommen deshalb zu der Lösung von bottom-up-getriebenen Systemen. Sie brauchen Komponenten, die mit gewissen Teilintelligenzen in der Lage sind, die Probleme, neue Probleme, die nicht vorhergesehen werden konnten, selbst zu lösen. Konnte man in vielen Wissenschaftsdisziplinen zeigen. In den 80er Jahren hat die künstliche Intelligenz genau diesen Schwung gemacht. Vom good old-fashioned artificial intelligence, sagt man, zu sowas wie Konnektivismus. Und wir wissen alle, wie schief die ganze KI in den 60er, 70er Jahren gegangen ist. Und ab der Mitte der 80er, 90er Jahre Deep Blue Schachcomputer. Seitdem geht es schrittweise aufwärts und es hat sehr, sehr viel mit diesem Methodenwechsel zu tun. Und jetzt mit 30 Jahren Verspätung sozusagen haben wir genau diesen Trend in realweltlichen Systemen. Bisher sind es mehr Trends gewesen für virtuelle Systeme. Ich will noch mal eine ganz andere Richtung der KI aufzeigen, weil die vielleicht nicht so bekannt ist. Diese künstliche Intelligenz spielt Super Mario. Und jeder dieser Flackerer ist nicht ein Fehler im Movie, sondern ist ein gestorbener Super Mario, weil es klappt am Anfang nicht so furchtbar gut. Das ist ein reines Trial-and-Error-Verfahren, ein sogenanntes neuronales Netz. Sie sehen das da oben angedeutet. Diese künstliche Intelligenz hat ein einziges Neuron und dieses einzige Neuron wird ihm zum Anfang auch noch randomartig irgendwo rein implantiert. Kein Wunder, dass das erstmal schief geht. Irgendwann kommen durch genetische Veränderungen, da werden genetische Algorithmen über diese Netze gefahren, kommt mal ein Algorithmus zustande, kommt mal ein neuronales Netz zustande, das mal immerhin schon ein Neuron an der richtigen Stelle hat. Und der gute Super Mario kommt zu der Erkenntnis, dass wer ankommen will, muss auch mal loslaufen. So, sehr richtige Erkenntnis. Also was hier passiert, ist eine Kombination von genetischen Algorithmen und neuronalen Netzen. Das Verfahren nennt man Neuroevolution. Es ist verhältnismäßig neu, gehört in die große Gruppe der Trial-and-Error-getriebenen Verfahren. Und wenn wir dem jetzt 4 Minuten zugucken würden, was wir nicht tun werden, dann würden wir feststellen, dass diese KI in 4 Minuten perfekt Super Mario spielt. Das ist ungefähr das, was ein aufgewecktes Kind auch so braucht. Mit einem Null-Startwissen. Das sind die Intelligenzen, die da gerade kommen. Sie haben alle die Geschichte wahrscheinlich um Go verfolgt. Die Komplexität von Go ist so hoch, dass Schach aus der Sicht von Go so ungeartet wie Tic-Tac-Toe ist. Noch viel interessanter, als dass diese Engine gewonnen hat, ist erstens, dass sie 5 Jahre vor der Zeit gewonnen hat und zweitens, dass sie mit Spielzügen gewonnen hat, die ein Mensch noch nie gesehen hat. Also das Ding ist mit Strategien gekommen, die nicht einfach nur durch, ich nehme alles Expertenwissen, synthetisiere das und bin extrem belastbar, weil ich nicht schlafen muss und so weiter, sondern das Ding hat Strategien gespielt, die wir vorher nie gesehen haben. Es hat also ganz andere Teile des möglichen Lösungsraums exploriert. Und falls noch irgendjemand glaubt, dass Kreativität Menschen alleine vorbehalten sei, das ist ein neuronales Netzwerk ganz rechts, was so etwas ähnliches wie freie Assoziation kann. Das ist Deep Dream von Google, das hier mal über die Frage nachdenkt, wie man denn Van Gogh interpretieren könnte. Ich habe da serienweise durch das Ding mal Bilder geschoben. Das ist extrem beeindruckend, vor allen Dingen, wenn Sie wissen, mit welcher ursprünglichen Intention ein Maler ein Bild gemalt hat und sich dann diese Verfremdung anschauen. Das Bild von Munch zum Beispiel, der Schrei, sehr, sehr intensiv dran zu sehen. Da ist die Interpretation von Google praktisch noch besser als das Bild selber. In Bezug auf die ursprüngliche Intention. Also das mal zu, was kommt hier eigentlich? Wir kommen zu Systemen, die viel stärker offene Communities darstellen. So eine Gruppe von Autos, die an einer bestimmten Kreuzung jetzt den Verkehr regeln muss, ist eine Open Community, die sich dynamisch zusammensetzt, die nie wieder in dieser Kombination besteht. Ich brauche ganz andere Trust-Konzepte. Ich habe selbstorganisierende Systeme mit dezentralen Strukturen, die lernen in einer Art und Weise, die ich nur begrenzt nachvollziehen kann, bisher jedenfalls.
Und wir haben vollkommen unterschiedliche Zeitvorstellungen in den beiden verschiedenen Seiten der Welt. Web-Services versus realweltliche Systeme. Wenn Sie so einen Web-Service sagen, mach mal, dann sagt er so, okay, ich mach so schnell ich kann. Bei einem Roboterarm erwarten Sie, mach mal, dass der sagt, okay, ich mach's, ich brauche 42 Millisekunden. Also vollkommen unterschiedliche Zeitvorstellungen. Der eine eher auf Geschwindigkeit optimiert, der andere auf ein deterministisches Zeitmodell. Dieses Thema Determinismus, Nicht-Determinismus spielt eine Riesenrolle bei der gesamten Diskussion. Das ist, was ich glaube, was hier gerade passiert. In dieser Leiste unten, die ich eben schon verwendet habe, habe ich im Grunde genommen die Hypothese aufgestellt, die ja auch in dem Wort von 4.0 drin steckt. Es gibt eine vierte industrielle Revolution. Die Wissenschaftler natürlich nicht sehr sicher drüber, denn normalerweise hat man Revolution bitte und 10 Jahre später befinden die Historiker darüber und sagen, ja, da war was. Gut, aber jetzt wüssten wir trotzdem vielleicht ganz gerne, ob es eine Revolution ist, in der wir uns gerade befinden. Was können wir machen? Wir können uns mal Muster der anderen industriellen Revolutionen anschauen und können uns fragen, ob wir dieselben Muster heute wiedersehen. Das wäre vielleicht kein Beweis, aber so ein Indiz. Ein sehr interessantes Phänomen aller industriellen Revolutionen ist der sogenannte Vendor Change. Das heißt, ein Anbieterwechsel. Firmen oder Organisationen, die ein bestimmtes Gebiet beherrscht haben, sind plötzlich unsichtbar, während irgendwelche Newcomer die Szene entern. Das ungefähr passiert in der Automobilindustrie. Ich meine, wie bitte kann ich begründen, dass eine Suchmaschine das erste autonome Auto mit Straßenzulassung baut und nicht ein Daimler, ein Volvo, ein Toyota oder wen man da auf der Schiene haben könnte. Und wie kommt es, dass in 2013 in seiner Klasse in Norwegen der Tesla das am häufigsten zugelassene Auto war? Ein Konzern, den vor 10 Jahren wahrscheinlich niemand von uns kannte und der vor 8 Jahren beinahe pleite ging und wahrscheinlich heute pleite gehen würde, wenn dieser Milliardär nicht ständig Geld nachstecken würde. Wie kommt es, dass solche Organisationen out of the blue aus völlig anderen Feldern kommt oder völlig neu kommt, plötzlich in einem solchen Gebiet so dominieren können? Dieses Phänomen ist, wie gesagt, nicht auf die Automobilindustrie beschränkt. Der Grund ist im Grunde immer derselbe. Wenn einer von uns heute ein autonomes Auto bauen soll, spielt die Frage, ob er Auto kann, überhaupt keine Rolle. Wenn Sie von Autos nichts verstehen, kaufen Sie halt eins. Und ein paar Ingenieure noch dazu, das ist dann mehr eine Ressourcenfrage. Die zentrale Frage, ob man autonomes Auto bauen kann oder nicht, ist die Frage, ob man die dahinterstehende IT-Technik beherrscht. Ob Sie mit den Sensoren umgehen können, ob Sie in Echtzeit die Informationen zusammenbringen können und darauf eine entsprechende Intelligenz fahren können. Das heißt, wir haben eine Kompetenzverschiebung. Das ist die Ursache hinter diesen sogenannten Vendor Changes. Das eigentliche Auto bleibt natürlich immer noch wichtig, kann aber von verschiedenen Einheiten geliefert werden. Während diese Frage der künstlichen Intelligenz nur wenige beherrschen. Es wäre Facebook zu nennen, es ist mit Sicherheit Amazon zu nennen. Also wenn die Tür aufgeht und ein Facebook-Auto reingefahren käme, wäre das nicht wirklich überragend verblüffend. Dieser Vendor Change macht sich auch an ganz anderen Paradigmen fest. Ich habe mir Biografien angeschaut, beziehungsweise mein Team, wie sehen Innovatoren von heute eigentlich aus und wie sehen sie früher aus? Und der Unterschied liegt nicht in der Farbe der Bilder, wie dieses etwas gemeine Slide hier andeutet, sondern liegt in einer ganz, ganz anderen Aufstellung, in einer ganz anderen Diversity, in einer ganz anderen fachlichen Sozialisation. Dann beobachten wir solche Sachen wie, dass plötzlich die meisten Patentanmeldungen aus China kommen. Noch nicht erfolgreiche Patentanmeldung, nur Anmeldung, man muss die ja noch durchbringen. Aber trotzdem, wir haben vor 5 und 10 Jahren China im Wesentlichen als einen Ort des fleißigen Arbeitens, aber nicht unbedingt der hohen Kreativität eingeschätzt. Patente gehen aber mit Kreativität einher. Man kann das lange fortsetzen. Ich glaube, wir haben inzwischen 30% erneuerbare Energien, ungefähr 7% davon gehören den etablierten Playern wie E.ON und so weiter. Der Rest gehört irgendwelchen Strukturen, von denen es die allermeisten vor 10 Jahren gar nicht gab. Bürgervereine und so. Das sind Vendor Changes. Wie lassen sich die begründen? Hat die Soziologie dazu irgendwas zu sagen? Sie hat. Wir nehmen immer an, dass Innovation ein einfach zu verstehendes Phänomen ist. Tatsächlich gibt es zwei und weil die gleich heißen, bringen wir sie gerne durcheinander. Es gibt revolutionäre und evolutionäre Innovationen. Revolutionär ist zum Beispiel, das Pferd von der Straße zu nehmen und dann Auto hinzustellen. Was wir in den letzten 50 Jahren im Automobilbereich gemacht haben, ist eher evolutionäre Innovation. Lacke rosten später, bessere Sicherheitstechnologien, bessere Achsenaufhängung und so weiter und so weiter. Das sind evolutionäre Weiterentwicklungen. Beides ist wichtig, es gibt keine Wertung. Was man aber wissen muss, ist, dass diese Innovationen in unterschiedlichen Phasen auftauchen. Wir stellen fest, dass bezogen wieder auf diese Achse da unten, die revolutionären Innovationen immer dann besonders stark sind, wenn man in den Höhepunkten von diesen Revolutionen ist. Während in den Phasen dazwischen, die viel längeren,
normalerweise die evolutionären Innovationen dominieren. Die gesellschaftliche Stabilität wird eigentlich eher über die evolutionären Innovationen getragen. Hier bilden sich stabile Konzerne aus, stabile Arbeitsplätze, stabile Arbeitsbedingungen und so weiter. Die revolutionären Innovationen sind diese disruptiven Innovationen, die neue Technologien, die im Rahmen einer Revolution kommen, auf den Markt bringen und tendenziell hohen Innovationspush haben, allerdings gesamtgesellschaftlich zunächst einmal typischerweise zu Disruptionen führen. Das heißt, diese Innovationen unterscheiden sich massiv in dem, wann sie angreifen, was sie für gesellschaftliche Auswirkungen haben. Und sie unterscheiden sich auch massiv darin, und das ist der Punkt, wer sie eigentlich macht. Die etablierten Unternehmen sind hervorragend in diesen evolutionären Innovationen. Darum sind sie nämlich etabliert, sonst wären sie untergegangen. Die Newcomer sind typischerweise die Durchbrecher in revolutionären Innovationen. Und das ist, wenn man darüber nachdenkt, auch überhaupt nicht schwer zu verstehen. Wenn Sie ein Automobilhersteller sind und Sie sind ein deutscher Automobilhersteller, Sie sind hervorragend in Ihrem Gebiet, Sie sind weltführend, dann sind Sie das, weil jede Komponente Ihrer Aufbauorganisation das Produkt, was Sie produzieren, ideal supportet. Hätte es das nicht, wären Sie eben nicht der Beste. Also, das ist die Situation. Und jetzt nimmt irgendjemand dieses Produkt und sagt, wir machen was ganz anderes. Autonomes Auto zum Beispiel. Oder ganz andere Antriebssysteme. Und jetzt passieren zwei Sachen. Erstens ist ja überhaupt nicht klar, ob diese Aufbauorganisation, die Sie gebaut haben, um das zu bauen, auch das hervorragend tragen würde. Zweitens versucht diese Aufbauorganisation mit allem, was sie hat, dieses Produkt wieder zurückzuholen, da wo sie meint, wo es hin soll. Weil davon verstehen wir was. Davon nicht so. Und das ist genau das Phänomen, was da auftaucht. Und vor diesem Hintergrund tun sich natürlich Newcomer, die haben dieses Problem überhaupt nicht, die haben diese Pyramide nicht, die tun sich natürlich viel, viel leichter. Insofern muss man tröstlicherweise sagen, etablierten Playern fällt dieser Wandel deshalb so schwer, weil sie so gut sind. Das ist leicht absurd, aber es ist tatsächlich so. In diese ganze, und ich meine, Sie ahnen natürlich, dass ich damit sagen will, die deutsche Standardisierungs-Community gilt weltweit als sehr, sehr gut. Auch sie ist genau von diesem Vendor-Change betroffen, aus genau diesen Gründen. Und ein anderes, nochmal obendrauf geworfenes soziales Phänomen würde ich auch gerne diskutieren, der viel zitierte Digital Native. Auch wenn ein Teil der Publikationen über den die Existenz dieses Wesens ein bisschen reißerisch formuliert ist, muss man doch schon sagen, natürlich entlässt die Digitalisierung ihre Kinder. Sie haben jetzt irgendwann die erste Generation von Kids, die es völlig selbstverständlich finden, der Oma eine SMS zu schreiben als eine Postkarte zum Geburtstag. Diese Kids nennt man typischerweise Digital Natives und sie sind jetzt 22 Jahre alt, so grob, weil sie nämlich 2000 eingeschult wurden. Da waren sie 6. Das ist so die allgemeine Definition. Und dieser Digital Native, der hat komplett andere Vorstellungen zu Kommunikations- und Kooperationsprozessen und insbesondere ist er nicht besonders standardaffin. Er ist sehr, sehr agil in seiner Struktur, sehr, sehr agil in der Wahl seiner Freunde, sehr, sehr agil in der Art und Weise, wie er sich Wissen beschafft. Er macht vermutlich zunächst einmal, wenn er ein Standardisierungsgremium leiten soll, eine Facebook-Gruppe dazu auf und beschließt dann erstmal nachzulesen, um was es sich bei dem Gegenstand handeln könnte. Also die kommen in eine völlig neue Gruppe. Ich habe vorhin auf den Folien gesehen, Nachwuchs. Ich glaube, wenn alle aufstehen würden, die unter 30 sind, hätten wir keine große Energieverschwendung im Raum. Unter 40 auch nicht so, ne? So, also genau, ich muss da nicht weiterreden. Ich glaube, Sie sehen das Problem. So, abschließend an dieses Kapitel würde ich nur gerne auf eine, es ist ja immer sehr einfach, die Probleme zu skizzieren und überhaupt nichts zum Lösungsraum zu sagen. Ich würde sehr stark empfehlen, nochmal auf die Arbeiten von Hofstede und späteren Autoren hinter ihm zu gehen. Warum war der so wichtig? Hofstede war der Erste, der wirklich mal untersucht hat, wie Innovation von Organisationskulturen abhängt. Er hat die These aufgemacht, dass es im Wesentlichen nicht eine Frage von Ressourcen ist, ob ich innovativ bin, ob ich zu Change-Prozessen in der Lage bin. Was man früher immer so unterstellt hat, gib mir Geld, gib mir Leute, gib mir Platz und ich mache die Innovation. Das erklärt ja überhaupt nicht, warum ständig irgendwelche Garagenbuden die innovativsten Leute sind. Die haben weder Geld noch Platz. Kluge Leute vielleicht schon. Er hat das erste Mal darauf hingewiesen, dass Kulturfaktoren wie Fehlertoleranz, wie experimentelles Design, wie Offenheitsaspekte in dem Unternehmen und vergleichbare Themen, die zentrale Rolle spielen für den Wandel von Organisationen, für ihre Fähigkeit zur Innovation und ganz allgemein für ihre Fähigkeit zu so etwas wie einem Organizational Change. Vor dem Hintergrund ist, glaube ich, seine Literatur heute wieder hochrelevant geworden. Seine und die Autoren, die ihm gefolgt sind. Gehen wir mal etwas tiefer noch in dieses Thema der Standards selber hinein. Sie,
Ich habe mir die Aufgabe gestellt, schreib doch mal auf einer Folie mit 3 Stichpunkten, warum du, ich, glaubst, dass Standards wichtig sind. Da kann man 150 gute Gründe finden, ich wollte meine 3. Dabei ist Folgendes rausgekommen. Ich glaube, das zentrale Thema von Standards heute ist das Thema der Interoperabilität. Das war immer ein zentrales Thema. Das wird aber natürlich, wenn ich 4.0 interpretiere als Everything Connected to Everything, wird ja offensichtlich dieses Thema noch viel, viel stärker. Das zweite Thema, was ich ganz interessant und wichtig finde im Kontext mit Standardisierung, ist die Innovationsfähigkeit. Hier gibt es zwar immer große Kontroversen, ihr seid zu langsam und ich kann nicht innovieren, weil ihr kommt mit den Standards nicht hinterher. Schon, das ist aber ein anderes Phänomen. Grundsätzlich ist eine Standardisierung ein Beitrag zur Innovationsfähigkeit, weil ich mich um das kümmern kann, was mich wirklich interessiert und nicht um irgendwelche Seitenarabesken. Und schließlich glaube ich, dass das Thema Partizipation gesellschaftlich extrem relevant ist. Die allermeisten Erfindungen und Innovationen haben die Eigenschaft, zunächst einmal in einer kleinen, wie auch immer geschlossenen oder halbgeschlossenen Gruppe gemacht zu werden. Ein Standardisierungsprozess ist immer eine Öffnung der Technologie in eine breitere Gruppe, zum Beispiel in diese, und stellt deshalb immer eine Vorlage zur gesellschaftlichen Öffnung dar. Wenn wir uns die aktuelle politische Situation angucken, könnten mal TTIP oder so betrachten, dann stellen wir fest, wir wollen mal nicht dieses arme Chlorhühnchen weiter strapazieren, dass es hier im Wesentlichen ja nicht um inhaltliche Debatten geht, die würden 80% der Bevölkerung auch keine 5 Minuten durchhalten, sondern im Wesentlichen um fehlendes Gefragtwerden, fehlende Möglichkeit der Partizipation. Ob die dann wirklich gefehlt hat, ist nochmal ein anderes Thema. Aber die Wahrnehmung der fehlenden Partizipation. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass das eines der ganz zentralen Themen werden wird. Ich bin über ein sehr spannendes Buch in der Vorbereitung dieses Vortrags gefallen von Russell. Das heißt Open Standards and the Digital Age. Und er macht 2 sehr interessante Klassifikationen. Die Folie hat ursprünglich viel früher im Vortrag gehangen, ist aber dann gemoved worden. Er sagt einerseits, ich habe ja Standardisierung klassisch, wie man sich das zunächst einmal vielleicht naiv vorstellt, solche, wo ich mit irgendwelchen Parametern und zugehörigen Messeinheiten ein Ding beschreibe. Ich habe Performance-Standards, die eher Qualitäten beschreiben. Sowas fällt ITIL oder so zum Beispiel rein. Ich habe das Rechenzentrum von Stuttgart geleitet, bevor ich nach Aachen ging. Ich habe mich mit sowas stark befasst. Und Compatibility-Standards. Ganz, ganz grundsätzlich gibt es die immer, auch in realweltlichen Systemen, Schlüssel-Schloss-Prinzipien oder so. Aber natürlich treten die vor allen Dingen im IT-Kontext massiv auf. Meine Vermutung ist, dass das ganze Thema der Compatibility-Standards, alle sind wichtig und wird es weitergeben, aber Compatibility-Standards wird mutmaßlich einen Riesenboom haben, weil 4.0 ist im Wesentlichen, connecte mich. Und auch diese Performance-Standards werden eine Riesenrolle einnehmen, weil bei diesen selbstlernenden Systemen eben nicht mehr deterministisch vorhergesagt werden kann, was es tut, sondern vielmehr sichergestellt werden kann, du musst aber mindestens. Vor dem Hintergrund wird es Trendverschiebungen in diese beiden Ecken geben, also oben und unten. Der Russell macht dann noch eine andere Klassifikation auf, die ich ebenfalls interessant fand, weil ich nämlich nur die oberen beiden vermutet hatte. Er sagt, es gibt de jure Standards, es gibt de facto Standards, ja gut, und dann gibt es Voluntary Consensus Standards. Und seine Definition von Voluntary Consensus in Abgrenzung zu de jure Standards ist eigentlich die Frage der offiziellen Aufhängung. Eine Organisation wie Ihre hat eine offizielle Aufhängung und es ist genau geregelt, was Ihre Aufgaben sind. Das, was Sie als Richtlinien hereinbringen, wird gegebenenfalls in Gesetzestexten aufgenommen, aufgegriffen. Ich habe eine BMBF-Ausschreibung, da steht drin, Sie müssen nach DIN sowieso zertifiziert sein, wenn Sie. Das heißt, de facto bekommen Dinge, die Sie tun, eine Grundlage für Rechtsprechung. Bei diesen Voluntary Consensus Standards ist von vornherein erstmal überhaupt nicht geklärt, wo diese Dinger herkommen, wie sich bilden. W3C ist ein Klassiker. Da hat der Berners-Lee einfach gesagt, oh, ich glaube, wir brauchen das. Wer hat den eingesetzt? Auch er sich selbst im Wesentlichen. Die Dinger sind sehr stark als Open Source Community getrieben, sehr, sehr agil in ihrer Managementstruktur. Keine offizielle Aufhängung, typischerweise international. Nichtsdestotrotz nimmt die Bundesregierung heute die WAI Accessibility Standards als Richtlinie für ihre offiziellen Webseiten. Das heißt, rückwärts werden die Dinger durchaus auch zu de jure Standards. Trotzdem sind die Communities, die dahinter stehen, andere. Und er weist eben darauf hin in seinen Arbeiten, dass wir auf der einen Seite beobachten, dass die de facto Standards immer mehr werden und schiebt das auf den größeren Einfluss von IT. Ich glaube, da hat er recht.
Und auf der anderen Seite sagt er, dass der Einfluss von diesen spontan entstehenden Organisationsgruppen, wie beispielsweise auch Industriekonsortien rund um 4.0, die sozusagen zusätzlich entstehen zu etablierten Einrichtungen, die ihrerseits dann aber oft wieder in diesen Konstruktionen beteiligt sind. Also insofern ist es nicht so sehr, dass eine das andere ablöst, sondern mehr, dass die Entstehungsgeschichte eine andere ist. Das ist eine sehr interessante Entwicklungsperspektive oder zunächst einmal Beobachtung. Wir haben gerade vorhin gesprochen, ganz oft wird den etablierten Standardisierungsgremien vorgeworfen, sie seien zu langsam. Das ist vielleicht richtig, ist auf der anderen Seite ein Vorwurf, den kann ich zu jedem Zeitpunkt, in jedem Kontext machen, das wird irgendwie immer stimmen. Also das ist ein bisschen flach. Was ich viel spannender fand, ist ein Beispiel, was mir ein Kollege mitgegeben hat, der Georg Jacobs, der macht Maschinenelemente. Und er sagt viel pointierter, die heutigen bei den DIN-Normen etablierten und hinterlegten Numerik-Tools sind überhaupt nicht am State of the Art. Das ist also auch ein Speed-Thema, aber ein ganz anderes Speed-Thema. Wir in den hochinnovativen Einrichtungen, der legt solche Windturbinen aus, Gleit- und Wälzlager für solche Antriebe. Wir arbeiten mit ganz, ganz anderen numerischen Verfahren. Wir können unsere Innovation mit den heutigen DIN-Normen nicht mehr auslegen. Das heißt, entweder fallen wir zurück auf wesentlich schwächere Standards und können unsere Innovation nicht ausleben, oder wir müssen in haufenweise Zusatzvereinbarungen mit den späteren Abnehmern gehen, weil die DIN-Norm selber ja nicht tatsächlich greift. Dieses Thema des State of the Art finde ich wesentlich entscheidender noch als die Speed-Frage an sich. Beide Fragen sind mit sicherlich aber interessant. Das Thema de facto Standards, sagt Russell, ist ganz, ganz stark dem Thema IT zu schulden. Nicht ausschließlich, aber im Kontext von IT habe ich sehr viele von diesen de facto Standards. Das stimmt natürlich insofern, als dass ich, wenn ich als Microsoft ein Format entwickle, was gut akzeptiert wird, ich das quasi über Nacht auf die ganze Welt verbreiten kann. Das geht mit einem Hardware, mit einer Hardware-Komponente nie. Trotzdem sind de facto Standards nicht auf IT beschränkt. Im Moment zeichnet sich von diesen Superchargern von Tesla so ein de facto Standard ab. Ich meine, wenn ich heute in Norwegen auch ein autonomes Auto, ein E-Auto anbieten wollte, welchen Charger würde ich verwenden? Ja, selbstverständlich den, weil der steht inzwischen auf jedem Supermarktparkplatz. Also es ist nicht auf IT beschränkt. IT hat aber hier natürlich einen gewissen Druck. Und eigentlich muss man das Bild von rechts nach links lesen. Die Entstehungsgeschichte ist meistens, jemand prescht voran, setzt einen Standard, der breitet sich aus, er wird zum de facto Standard, er wird manchmal zum de jure Standard und manchmal auch nicht. Das ist der Unterschied zwischen Java und C++. Und die Ursachen dafür sind typischerweise Intellectual Property Rights. Grundsätzlich de facto Standards, das Gute an ihnen ist, es ist ein Standard da und alle können den bedienen. Das Schlechte ist, dass also aus der Sicht von Kartellrecht und Monopolbildung und demokratischen Grundverständnissen kann ich eine solche Konstruktion eigentlich nicht gut finden. Und wir erleben heute Diskussionen über die Machtstrukturen von Amazon, von Google, die genau dieses Thema eine Ebene höher wieder aufgreifen. Also insofern sind de facto Standards ein zweischneidiges Schwert. Ja, ich habe einen, aber eigentlich so habe ich mir das nicht vorgestellt, weil ich auch Macht abgebe. Dann gibt es bei den Industriestandards noch eine ganz andere Entwicklung, die ist sozusagen die entsprechend umgekehrte. Ethernet war prima standardisiert, solange es nicht im echtzeitfähigen Sinne gebraucht wurde. Dann kamen ungefähr alle Industrieunternehmen, die vorher Feldbusse hergestellt haben, praktisch gleichzeitig darauf, dass sie ein Ethernet für industrielle Anwendungen und Echtzeitfähigkeit wollten. Mit dem Ergebnis dieses Zoos, den man hier mal sehen kann, Grafiken ist schon einen Tag älter, sodass wir hier jetzt die Situation haben, okay, wir haben kein Machtmonopol, großartig für die Demokratie, von Standardisierung allerdings kann man nicht reden. Da habe ich einen süßen Cartoon gefunden. Wir haben 14 konkurrierende Standards. Lass uns einen bauen, der sie alle vereinheitlicht. 5 Tage später, wir haben 15 konkurrierende Standards. Das sehen wir zum Beispiel aktuell für Ethernet durch die Firma Anybus, die genau sowas versucht. Ich selbst habe das in voller Härte mitbekommen, als ich Stuttgart halt das Rechenzentrum geleitet hatte. Da gab es die Diskussion über die LDAP-Implementierung. Ja, die, für die Linux-Jünger natürlich Active Directory geht gar nicht und rückwärts. Und so. Und entsprechend kam irgendwann diese Idee, dieses Open LDAP aus der Open Source Community als so einen übergreifenden Standard zu etablieren. Klang ganz hervorragend, 3 Monate lang, jetzt haben wir 15 Standards. Also es hat sich hier wirklich keiner echt ernsthaft durchsetzen können. Wir haben diese Spaltung. Meine Einschätzung ist, dass wir für moderne Standards 4 Prinzipien brauchen. Sie müssen sich wesentlich schneller entwickeln, und das meine ich im Sinne von State of the Art.
Wir brauchen die explizite und implizite Integration dieser Intelligenz, die ich im ersten Kapitel skizziert habe. Wir brauchen eine offene Community, eine Möglichkeit der Partizipation verschiedenster gesellschaftlicher Player, Individuen, Organisationen. Und eine spezielle Form von Offenheit ist die Internationalität, nationale Standards in einer Welt, die keine nationalen Grenzen kennt. Das Internet kennt per Konstruktion keine und das Internet of Things kennt dementsprechend auch keine. Und 4.0 ist das Internet of Things, halte ich persönlich für einen komplett ungangbaren Weg. Was nicht heißt, dass nationale Standardisierungs-Communities keinen Beitrag leisten können, aber in Beiträgen in einem gesamten internationalen Raum. 4.0 und Standards im 4.0-Sinn. Wenn man sich das Ganze aus der Theorie der verteilten Systeme heraus anschaut, dann malen die Leute sowas hin, Grafik geklaut. Sie unterscheiden zwischen tightly und loosely coupled systems. Bei tightly coupled systems gehe ich davon aus, dass die Community-Teilnehmer miteinander komparieren, sich aber kennen, bei loosely coupled eben nicht mehr. Tightly coupled, ein typisches Modell wäre auf einem Shopfloor, wo etwas gefertigt werden soll, darf ich davon ausgehen, dass nicht plötzlich 3 Roboter rausrennen, 4 wieder reinkommen und sich an die Stelle der Alten stellen und behaupten, sie können es auch. Da kann ich davon aus, und selbst wenn, 2 raus und 4 wieder rein, das ist eine Variabilität, die kann ich noch handeln. Das Szenario, ich habe x Autos auf einer Kreuzung, die müssen sich jetzt über die Vorfahrt einigen, das ist eine Zusammensetzung einer loosely coupled Community, die in genau dieser Konstellation nie mehr auftreten wird. Die Fahrzeuge kennen sich vorher nicht. Die Tightly-Systeme werden typischerweise eher top-down, jetzt sind wir wieder auf der Folie von vorher, top-down versus bottom-up, die werden eher durch diese deterministischen Top-Down-Modellierungen nach wie vor beschrieben, während die andere Szene ganz, ganz stark aus dem Internet of Things-Gedanken, Service-Oriented Architectures, SOA und der ganze Zoo kommt und diese Komponenten als einzelne Entitäten auffasst, die jetzt eben miteinander in eine Kommunikation, eine belastbare Kommunikation und Kooperation gebracht werden müssen. Der flexiblere Ansatz ist klar, der rechte nur sieht die Realität ein bisschen anders aus. Dass wir nämlich im Moment uns mal in Systemen befinden, die wir ja weiterverwenden wollen und dass wir, wenn überhaupt im Moment, in Shopfloors erst einmal, jedenfalls in einer Übergangsphase, eher eine tightly coupled Struktur vorfinden werden. Das kann sich ändern, aber das ist im Moment mal die Situation, wenn ich nicht sämtliche alten Produktionsanlagen stilllegen werde. Diese tightly coupled Systems möchten aber Informationen von außen liegenden Stellen. Das können ihre eigenen ERP-Systeme desselben Unternehmens sein. Das können aber auch Systeme sein, die wesentlich weiter außen liegen. Damit hier die Produktionsgeschwindigkeit angepasst werden wird, würde ich gerne den Wetterbericht haben, weil der steuert meine Logistikprozesse und darüber habe ich wieder Einflüsse auf meine Produktion. An der Stelle, glaube ich, macht OPCOA einen sehr, sehr guten Job. Mitarbeiter von mir sind auch in dieser Community befasst, weil sie zwar die Paradigmen der loosely coupled Welt verstehen, auf sich aber gleichzeitig auf den pragmatischen Standpunkt stellen, dass die Welt nun mal so ist, wie sie ist, wir mit diesen Realitäten umgehen müssen und wir ein Stück weit eine Verbindung von diesen tightly coupled zu diesen loosely coupled Strukturen hinkriegen müssen über semantische Schnittstellen, genau hier an dieser Mittelschicht und über entsprechende Security-Technologien, was und wer darf hier rein und draußen unter welchen Umständen. Ich will nicht mal sagen Gegenentwurf, weil ich halte es eigentlich persönlich doch eher für eine Ergänzung, ist DDS, Data Distributed Services. Das sind jetzt wirklich komplett loosely coupled Ansätze. Sie sehen hier alle Entitäten, ganz einfaches Bild. Jeder Entität gibt etwas, das ist ein Publisher, oder nimmt etwas, ein Subscriber. Das sind diese Pub-Sub-Architectures. Natürlich kann ein Ding auch mehreres gleichzeitig machen, aber dann hätte ich 2 von diesen Dingern dahin gemalt. Und die ganze Struktur funktioniert über einen Peer-to-Peer-Ansatz. Die Wolke sagt nur, dass die Kommunikation standardisiert ist. Aber tatsächlich unterhält sich der konkrete Publisher mit dem konkreten Subscriber. Deshalb ist natürlich das System auch super sicher skalierbar. Und das Thema Sicherheit nochmal. Wer grundsätzlich glaubt, dass offene Architekturen weniger sicher sind, das ist in der Informatik überhaupt nicht bewiesen. Und dieser ganze Ansatz kommt ursprünglich vom US Department for Defense. Und die haben das für sowas wie Atomanlagen und so diskutiert. Also es ist nicht so, dass hier Security-Aspekte keine Rolle spielen oder unterschätzt werden. Ganz im Gegenteil, das ist einfach ein anderer Ansatz. Das ist die einzige Angeberfolie. Wir sind Weltmeister, zusammen mit 2 Kollegen der RWTH. Sie sehen hier gerade das Endspiel im Logo Festo Logistics League vor 2 Jahren. Den Rechner, den Sie im Vordergrund sehen, das ist München und hinten der mit dem Hütchen ist unserer.
Das Ziel von diesem Spiel ist, Sie müssen diese roten Pucks, die Sie auf der Fläche sehen, schnappen. Das sind Rohstoffe. Die müssen Sie zu den verschiedenen Bearbeitungsstationen bringen. Das ist Drehen, Fräsen, Schleifen. Und wenn Sie damit fertig sind, bringen Sie das hinten auf die grüne Fläche und rennen wieder los. Und Sie haben ein Team von Robotern und die müssen das kooperativ machen. So, und die Stelle, die wollte ich nämlich sehen, genau. Unser Roboter hüpft aus irgendwelchen Gründen, war echt keine Absicht, vor München so ein bisschen vor der Nase rum. München völlig irritiert, steht für die nächsten 90 Sekunden. Und wer steht, kann natürlich keine Produkte produzieren. Ne? Was ist der Ansatz? Man kann, wenn man das Spiel weiterverfolgt, sieht man genau diese, München spielt, ehrlich gesagt, die hätten gewonnen, wenn sowas nicht passiert wäre. Die spielen top-down, sehr schnell, super belastbar, solange nichts passiert, was sie sich nicht vorgestellt haben. Und hier passiert eben so eine Situation, der Roboter unserer tanzt vor ihm rum, der hat plötzlich ein ausgedehntes Objekt vor sich, er weiß aber, dass die einzigen ausgedehnten Objekte Wände sind, die Wand ist doch aber hinter ihm, die Wand ist vor mir, Moment, ich mache nichts mehr. Ja, genau, so. Auch unsere verlieren ihr Weltbild, kriegen aber sofort von ihren Kumpels wieder ein neues Weltbild geliefert. Echtzeit-Sensor-Austausch. Das ist der zentrale Unterschied. Und das Ding basiert ganz stark auf solchen Technologien wie beispielsweise DDS. Zurück zu den Standards. Es gibt Gruppen, die sich mit der Verbindung von OPCOA und DDS beschäftigen. Die arbeiten intensiv bereits seit 2 Jahren. Dass das vielleicht, ich bin nicht ganz sicher, wie ich es formulieren würde, noch nicht zum Durchbruch gekommen ist, ist mit Sicherheit auch der Tatsache geschuldet, dass ja OPCOA und DDS selber unter starker Entwicklung sind. Also wie soll ich 2 Dinge, die sich benehmen wie so ein etwas glitschiger Aal, hochkomplexes Thema, also hochkomplexe Aale, während sie sich bewegen, miteinander verbinden. Also dass das eine schwierige Aufgabe ist, das mal klar. Aber ich glaube, das wäre ein sehr wichtiger Beitrag für die Community, weil man damit einen noch mal fließenderen Übergang zwischen diesem Loosely und diesem Tightly Coupled System kriegt. Nichtsdestotrotz muss man aber konstatieren, dass die ganze Thematik, die ich am Anfang illustriert habe, nämlich die Frage, wie weit integriere ich die Intelligenz der Systeme, in beiden Ansätzen nur sehr, sehr implizit integriert wird. Also die wirkliche Frage, wie gehe ich damit um, dass Systeme permanent sich verändern, wird nur sehr indirekt abgebildet. Ich würde hier gerne noch mal eine ganz andere Perspektive aufmachen, dann wird klarer, was ich damit meine. Das folgende Beispiel war für mich so ein bisschen Augenöffner. Wenn Sie mal diese Forderung lesen, das Semantic Web soll Informationen so bereitstellen, lose übersetzt, dass man die kreuz und quer reusen kann über verschiedene Applikationen und so weiter, dann haben die allermeisten Leute von uns den Eindruck, dass das ja hervorragend funktioniert hat, das Semantic Web, weil das, was da steht, das können wir ja ganz prima. Schon wenn ich mir so eine Google-Suchliste angucke oder eine Bildliste, ich gebe dem nur wenige Worte, dann wird ja für mich deutlich, wie gut eine Krake wie Google in der Lage ist, sehr, sehr heterogene Textinformationen, Bildinformationen irgendwie zu vereinheitlichen, sodass sie eine solche Liste hervorbringen. Scheint ja grandios gut zu funktionieren. Er hatte sich damals einen riesigen Protokollstapel überlegt, mit dem er das machen wollte. Der Punkt ist, Semantic Web hat überhaupt nicht funktioniert. Es sind 4 Millionen Webseiten semantisch annotiert, das ist gerade mal 1% aller Webseiten der Welt. Jedenfalls war das der Stand von 2013. Also wer immer dazu geführt hat, dass das blau formulierte da funktioniert, das Semantic Web und dieser Protokollstapel, das war es mal nicht mit 1% Marktdurchdringung. Was es stattdessen war, ist was ganz anderes, was viel, viel näher an der menschlichen Intelligenz dran liegt. Wir gehen über natursprachliche Analyse. Wir sind in der Lage, den Text so zu verstehen, wie ein Mensch das ungefähr tut, ihn zu lesen, ihn automatisch zu verschlagworten, Bilder automatisiert zu verstehen, Movies automatisiert zu verstehen, Sprache automatisiert zu verstehen. Und das ist das, was diese großen Engines im Hintergrund treiben. Natursprachliche Analyse bzw. Bildanalyse, sehr, sehr nah an der Art und Weise dran, wie Menschen so einen Prozess kognitiv machen. Das heißt, die Lösung für dieses Problem, was hier gefordert wurde, die liegt ganz woanders. Die liegt überhaupt nicht in externaler oder in expliziter Standardisierung, sondern man könnte höchstens von so einer Art impliziten Standardisierung sprechen. Dinge werden vergleichbar gemacht und harmonisiert, aber keiner könnte hinterher sagen, wie genau die Vorschrift für die Ausweisung der Metadaten ausgesehen hat. Da habe ich mich länger mit unseren Geisteswissenschaftlern auch der eigenen Universität drüber unterhalten, die mit der kecken These durch die Tür kamen. Ja, Sabina, ist doch klar, intelligente Systeme brauchen weniger Standards. Da bin ich erst mal eine Weile nachdenken gegangen, dann bin ich wieder zurückgekommen. Wie meint ihr das denn? Und sie sagen da zum Beispiel, Menschen sind das intelligenteste System, was wir aktuell haben. Kommunikationsprozesse ist einer der komplexesten Prozesse, die wir aktuell haben. Und gleichzeitig ist menschliche Kommunikation ganz, ganz schwach standardisiert.
Wir haben eine Grammatik, wir haben Vokabeln. Ich kann denselben Satz auf 150 andere Weisen sagen, Sie verstehen es trotzdem. Ich kann Sätze sagen wie das da Haus gelb, also mit einer völlig verdrehten Syntax, das wird trotzdem noch verstanden. Man verspricht sich häufig, wenn man redet, das fällt Ihnen gar nicht auf, Sie ersetzen im Kopf automatisch das richtige Wort. Also die These ganz grundsätzlich ist, intelligente Systeme benötigen weniger Standards, jedenfalls explizite Standards, weil sie in der Lage sind, über Kontextwissen so etwas Ähnliches wie eine implizite Vergleichbarkeit von Inhalten zu generieren. Und ich glaube, über diese These müssen wir nachdenken. Lassen Sie mich zu meinem letzten Punkt kommen. Ich habe gesagt, ich habe lange nachgedacht, was für mich die zwei wesentlichsten Angriffspunkte sein können für Standardisierung heute. Und ich habe möchte einen eher kulturellen und einen eher technologischen Aspekt nennen. Ich glaube, kulturell müssen wir erkennen, dass wir in der Softwareentwicklung irgendwann in den 70er, 80er Jahren, als Software anfing komplex zu werden, mal weggekommen sind von so Wassermalfall und ähnlich strukturierten Modellen zu Modellen, die wesentlich agiler, dynamischer sind. Man spricht dann von Agile Software Engineering, Agile Prototyping, Spiral Models und so weiter. Ich glaube, wir stehen bei Standardisierung in genau derselben Situation. Wir müssen uns fragen, was wir von diesen ganzen Agile-Methoden für Standardisierungsprozesse lernen können. Ich habe dann mal so einfach Google auf, Suchworte rein, dieses Ding da gefunden. Ja, das ist großartig, weil man nämlich ganz genau sieht, wenn man das mit diesen Grafiken vergleicht, dass da irgendjemand noch den guten alten Wasserfall im Kopf hatte und dann aber irgendwie was von Spiral und nee, jetzt funktioniert so alles nicht. Also das ist ja wohl genauso ein Produkt einer Übergangskonstruktion zwischen einem eher linearen Wasserfallansatz mit, warte mal, ich brauche hier ein paar Feedback-Loops. Ganz interessante Entwicklung, vielleicht auch mal ein Sprecher hier kommen von IETF, die eine völlig neue Form von Decision-Making-Processes über sogenannte Rough-Consensus-Modelle vorstellen. Rough-Consensus führt im Ergebnis dazu, dass Sie zu einer Sache nicht mit Ja oder Nein abstimmen, sondern in so einer Art Fuzzy-Logic. Ich kann zu 30% zustimmen, ich kann zu 60% zustimmen. Wird über solche Elemente gemacht, wie beispielsweise Humming, also über Töne. Der Moderator versucht an der Stelle also nicht, eine Kampfabstimmung einzuleiten, um zum Ergebnis zu kommen, sondern er versucht in einer Community einen möglichen gangbaren Weg für möglichst viele zu entwickeln, genau wissend, dass jedenfalls unter Zeitdruck eine 100% Partizipation oder Zustimmung nicht möglich ist. Oder wenn sie doch möglich ist, kommt ein derartig verwaschener Kompromiss raus, dass man ihn auch wieder nicht gebrauchen kann. Andere Decision-Making-Prozesse. Wer sofort genannt wird bei der Suche, ist OMG. Die haben sehr früh Agile-Management-Prinzipien eingeführt. Und wenn man OMG weiß, dass die einer der Spiritual Fathers hinter dem IIC sind und IIC wiederum, hatten wir heute Morgen beim Frühstück mit Herrn Wegner, eins der zwei großen Konsortien, die sich mit Industrie 4.0 Standardisierung beschäftigen. Das zweite ist die Gruppe rund um die Rami-Referenzarchitektur, gerade als Standardisierungscouncil benannt, vorher mehr unter dem Label von Plattform Industrie 4.0 gelaufen. Aber dieselben Geister. So, also nochmal zurück hierzu, wenn man sieht, dass diese Organisationen, die früh diese Agile Managements aufgerufen haben, heute in genau diesen Strukturen stecken, können die nicht komplett alles falsch gemacht haben. Was sich übrigens auch abzeichnet ist, im Agile Management, wenn Sie unter Agile Management Software Engineering machen, dann arbeiten Sie nicht entlang von Spezifikation, sondern im Wesentlichen Testbett getrieben. Genau das kommt gerade in den modernen Trends der Standardisierung mit diesen Open Ecosystems, wo es völlig unerheblich ist oder, na gut, Spezifikation abhaken ist nicht der zentrale Punkt. Nimm dieses Ding, bette es in das Ökosystem ein und zeig, dass es kann, was es kann. Also das sehr viel stärker Testbett-getriebene Vorgehen scheint sich durchzusetzen und ist auch ein Gegenstand von Agile Management. Dazu noch, es scheint mir sinnvoll, wenn man sowas versuchen will, sich Scrum anzugucken. Nicht, weil ich Scrum-Jünger bin, sondern weil Scrum am besten untersucht ist außerhalb des Software-Engineerings. Also man muss ja fragen von den ganzen Agile-Methoden, welche sind schon mal außerhalb des engen Software-Kontexts ausprobiert worden? Und da führt Scrum die Liste an. Deshalb ist die Übertragbarkeit möglicherweise hier besser als von anderen der Agile-Methoden. Und schließlich technologisch gesehen, und an der Stelle möchte ich mich auch herzlich für den Vortrag bedanken, die Möglichkeit hier zu sprechen, weil ich nämlich anfangen musste, mir was selber zu überlegen und neue Forschungsfragen zu definieren. Ich glaube, wir müssen auf die Frage, wie wir Standards machen können, gerade wir KI-Leute, nochmal wirklich anders drauf schauen. Ich fühlte mich an zwei unserer Arbeiten erinnert, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber nie unter dem Konzept von Standardisierung konzeptualisiert haben. Einer meiner Juniorprofessoren hat so einen Babelfisch gebaut, rein auf einer KI-Basis. Ich habe zwei Softwarearchitekturen, die sind proprietär, die tun alles.
bloß nicht miteinander reden, so richtig mit Fleiß nicht. Und der hat denen ein KI-Ding dazwischen geklemmt, so eine Art Zwangsübersetzer, wir nennen ihn Babelfisch. Und der besorgt die Kommunikation zwischen diesen beiden eigentlich nicht vernünftig sprechfähigen Systemen. Dieses Ding ist fast komplett, er hat ein paar händische Eingriffe, das Ding ist aber fast komplett eine KI-Engine. Das heißt, das Ding filtert selber raus, was könnte der wohl meinen, was könnte der wohl wollen und macht auf dieser Basis die Kommunikation. Dieses Prinzip weiter zu untersuchen und diese Frage von einer expliziten Standardisierung durch eine implizite über solche Babelfischkonstruktion zu lösen, das ist was, was wir in Zukunft intensiver angehen werden. In die Rückwärtsrichtung oder die zweite Richtung, also die eine ist ja, ich will Kommunikation standardisieren, die zweite ist, ich will die Aktionen, die echte Kooperation modellieren. Da musste ich an meine eigene Dissertation denken. Ich habe über Software Engineering von E-Learning-Plattformen promoviert und da über hochgradig modulare Strukturen, sodass man so individuelle Kurse komponieren kann. Dazu haben wir SCORM-Metadaten verwendet, die die Autoren da dran geklebt haben. War genauso ein Flop wie das Semantic Web, vielleicht doch viel, viel schlimmer, hat überhaupt nicht funktioniert. Bis irgendwann mal ein amerikanischer Computerlinguist zu mir gesagt hat, ja, du kannst auch Metadaten nicht von den Autoren schreiben lassen. Ja, wie, von wem sonst? Ich meine, die wissen, was drinsteht. Nee, du musst das mit dem Algorithmus machen, egal wie schlecht der Algorithmus ist, wird immer noch besser. So, toll, ich schreibe also einen schlechten Algorithmus. Ja, weil der schlechte Algorithmus hat im Zweifelsfall immer noch systematische Fehler, deine Autoren nicht, die haben unsystematische Fehler. So, das habe ich gemacht und danach funktionierte es einigermaßen. Worauf mich das gebracht hat, ist, kann ich nicht dieses Konzept von Metadatengenerierung auch auf Objekte, schließlich auf Prozesse und auf gesamte Szenarien anwenden? Und das ist die nächste Frage, die wir uns stellen werden. Also in der Übersicht schaut es dann so aus, Action Modeling und Communication stärker versuchen, über KI-getriebene Methoden, also im Verursacherprinzip, mit solchen Verfahren zu gestalten. Ich habe versucht, in diesem Vortrag Sie davon zu überzeugen, dass die 4.0 eine Form oder eine Revolution von KI-getriebener Revolution ist. Ich habe versucht zu begründen, woher das eigentlich kommt, dass man sich mit solchen Veränderungen so schwer tut, und zwar insbesondere dann, wenn man gut ist. Ich habe ein bisschen diskutiert, welche Veränderungen ich beobachte im Bereich der Standardisierung und was ich glaube, was Standards heute ausmachen muss, ein bisschen über 4.0-Trends gesprochen und schließlich mal mit zwei Thesen geendet. Ich glaube, Agile Management ist nötig und außerdem gehört KI in die Standardisierung. Herzlichen Dank.